Salut alle Guten und willkommen auf meinem E-Lüften Livestream. So, heute laufen wir dir schon ein bisschen nach hier anderen. Und zwar gehen wir an den Asia-Shop, hat mir hier dran. Und da weiß ich, was für ein Produkt da musst kaufen, wenn du daheim gerne will Sushi machen. Und zum Beispiel, wo du das fandest, weil oft ist das ein bisschen komisch, wenn du dann die Asia-Shop rauskommst, du kennst nicht. Und die Produkte sind ja alles Sachen, die wir ja bei uns an der Supermaschine tun. So, ich probiere nicht allzu viel in den Necro-Rupiden zu gehen. Ich drehe einfach mal kurz um und dann laufen wir ein bisschen ran und dann wünsche ich die echten Sachen, die wir da mal kaufen gehen. So, wir drehen uns ein bisschen durch, alles. So, ich probiere noch nicht allzu viel zu wackeln, damit das ja schon schlecht geht. So, einmal mal in Asien, ich habe den Tisch, das ist Rue Elisabeth vor in der Stadt. Und der Tisch, was ich brauche, das ist am Anfang den Ingwer. Das ist den Dote. Und wie du am Anfang gesehen hast, das sind die Nicht-Farbigen, ja, das ist am Anfang die Natürlich-Farbigen, den könnt ihr ruhig kaufen. Das ist eine gute Sache. Auch vom Preis hier, wie gesagt, 1,80 € ist das noch heute. Du kriegst das selber schon mal ein Kilo, wenn es gerne noch ist. Wie gesagt, da ist ein paar Mal. So, dann gehen wir mal weiter. Gucken wir uns mal an, was die anderen Produkte sind. Und zwar brauchst du natürlich auch mal Stäbischer. Und Stäbischer, die sind am Anfang, die waren hier an der Entree. Das sind noch ein bisschen mehr sophistikierte Sachen. Dazu sind nur die, die nicht waschen heißen. Die haben schon von keinem. Schon lange schüsse die als Holz. So, ich weiß nicht, ich will nur mal nach Irtmo mit Jana als Holz gehen. Was für eine Sache wir hier empfangen. Hier unter den Rehen, wo eigentlich praktisch alles bei mir steht. Das ist das erste, was du nur mal brauchst, wenn du hier gerne Sushi willst machen, als Reis. Sushi-Reis. So, da waren schon mal verschiedene Sachen und noch die, die du nicht kaufen sollst. Toten ist nur zum Beispiel den, wo du eigentlich sollt kaufen. Ja, das ist von Short Grains. Das ist die richtige. So, das steht auch mal eigentlich da drüber. Wenn du dir heute guckst, dass du den heute nicht den Rissen im Grund. Und da steht dann von da drüber Medium Grain. Den nicht kaufen. Hat er schon probiert, das geht nicht. Die Kerne, die gehen anfangen, das geht extrem sehr drüschen und hart. Direkt um Kochen, als gut nicht geduld anfangen, für Sushi anfangen zu machen. So, Punkt Sushi Reis, was da hier innen noch, das sind nur die Kampfsachen, Kampfdosissen. So viel braucht ihr sowieso nicht zu kaufen, also du willst denke Sushi für 100 Leute machen. Und das ist sowieso, das tut dann aus den falschen Sushi Reis, weil das ist auch Medium Grains. Das ist eigentlich den, wo du nicht zu kaufen. So, hier neben drin, also etwas ganz Spezielles, das ist Holy Shit Sushi Reis. Und zwar, das ist total schwer. Der Yume Nishikiti. Und zwar, von aus der Toten, den Toten Sushi-Reis, aus einer ganz speziellen Selektion von Reiskernen. Oh, da war ich bei umgefallen. Und zwar sind die Toten Reiskernen extra rausgewählt gehen und du siehst nicht mehr ganz Kern da dran. Aber da geht kein Ungebrochen dran. Auch wenn wir mal gucken, punkto Preis, sind wir bei 20 Euro und von die 5 Kilo. Da. So, wollen wir mal kurz den anderen. Holen, wie viel das Zeit dran? Ja, du hast ein Kilo für 2,50 €. Da sieht man am Anfang einen Unterschied vom Preis. Also, wenn du am Anfang von Anfang ein bisschen spielen willst, dann ist dann den dort kaufen. Und für einen richtig, richtig geile, noch ein bisschen Sushi-Reis zu holen, dann ist es am Anfang hin, wo du sollt kaufen. Aber bon, das 20 Euro, die 5 Kilo, ja, das ist eine kleine Investition. Mehr als schon ein paar Mal. So, als nächstes. Brauchen wir am Anfang noch, sagen wir mal, wenn wir am selben Hechel bleiben, dann brauche ich nicht mehr zu bicken. Wasabi, den dort nicht kaufen. Ja, da ist die Paste, da sind die Typ dran. Punkto Go, also absolut nein, das fand das nicht gut. Das wäre, meinen Sie, wäre praktisch, weil Sie können Sie rausholen, mit, das ist nichts. Am besten, den ihr drin wollen, das ist den, den ist am Puder. Und den ist eigentlich vom nicht mal am besten. Punkto Preis, wenn du guckst, 2,20 € Typ. Und der Puder 3,10 €. Der Unterschied ist am Anfang, also wenn sie heute bis abhörst, dann müssen die. Ah, merkt, du warst kurz fort. Nein, ich gehe so mehr. Okay, ah, dann gehen wir nachher zurück. Geil. Also, wat. Wo waren wir noch stehen? Also, wann? Dann hinholen am dem Puder, wenn ich noch ein bisschen aufbaust, einfach mit Wasser mischen und dann funktioniert das tipptopp. Dann brauchst du noch an derselben Starrei Reisessig. So, da guck mal, da tun das alles Reisessig. So, den, wo ich schon vom Groden zu kaufen, das hinhalte, da das eigentlich den am gut am neutralsten ist, also neutral, das ist immer Reisessig, aber nicht extra gut, den du dabei könnt. Nicht so wie hinhalte. Also, da fängt schon relativ stark um gut zu gehen.
ja, lieber hin, das ist eigentlich am besten. Punkt Preis, wo sind wir da? Ich meine, das du müsst dann hin da sein. Ja, 3,69 Euro von 500 Milliliter, das geht schon large, man du. So, du kriegst das aber am Anfang auch, das heißt, zu kaufen. Das ist Sushi Seasoning. Das ist eigentlich die Mixtur, also eigentlich sollst du da Zucker und Salz noch dran machen und heute als Anfang schon fertig gemixt. Just das musst du wissen, wenn ich hinholen, 500 Milliliter, meine ich da 75 Gramm Zucker dran. Wenn der Hähn kauft, die schon fertig ist, dann sind da 30% Zucker drauf. Das heißt, in der Menge, ich habe schon gesehen, 345 Milliliter. Und auf 100 Milliliter sind 27 Gramm Zucker dran. Ganz also so ein Drittel. Ja, dann ist der Hai locker mal ein Drittel von dem Ganzen, was Zucker ist. Weil du brauchst alles nicht dafür, wenn du nicht kaufen, das mir einfach die Basis Reis auszuhöhlen. So, dann gehen wir mal kurz in den Reihen drinnen. Und zwar haben wir hier alles, was Sojasauce ist. Da haben wir mal einen riesen Schwer. Also, ich meine mal so, und das ist noch. Also, die macht Kikkoman, das ist eigentlich die Weltlieder von Sojasauce. Wenn du Liter willst, natürlich ist es mit groß, es ist mit Böllisch. Die kleine Dosis ist large Mandur. Das tut dann. Schließlich zu weisen, das ist das, wo du an den Fusion Sushi Restaurant immer so zack zack über Sushi gemacht kriegst, wo du siehst, oh mega mega gut. Also, am Anfang ist das genau das selbe wie da, tschüss, dann noch dabei kommt, aus Karamellzuckerzirup. Und dafür schmeckt das immer so gut. Boah, braucht kein Mensch um Sushi. Weil das ist eben Fusion Sushi, aus das tut. So, dann kriegst du dann am Jahr am kleinen Tisch das, was genau das selbe ist. Das selbe wie das. So, tschüss, einer Dosis. Lo die Sojasauce wird lo mängisch lo hei aus glutenfrei für die wo wollen, ist auch cool. Verschiedene Rezepte, japanische Rezepte kriegst du so und so von du sollst die von Tamari Sojasauce holen. Dann hörst du noch die Seis, da sind noch die Doten. Sollst du einfach nicht holen für eine Sushi zu essen, das ist eigentlich für die Yakitori gedacht, das sind die Spießischer, das ist doof gedacht. So, Tisch, Sojasauce. Das muss er auch kaufen. Dann gehen wir mal noch ein bisschen rauf und dann brauchen wir natürlich Algen. Punkt Algen ist eigentlich so, und dann guckt, dass es ein bisschen Boden hat. Das ist nicht in Asien-Shop, ein bisschen Chaos. Kriegst du zwei Dosen zu kaufen. Du kriegst ein Kerl, kriegst du, ich weiß nicht, wie viele Blätter sind das total. Fünf Blätter. Und die fünf Blätter kosten 1,90 Euro. So, was ich euch rufe. Wenn du sie kaufst, kauft so Algen nicht am Supermarkt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die einfach latschig sind und gut nicht lang halten, auch wenn die so weit gezogen sind. Also am besten immer so machen, guck, du musst immer, du wenn, ich probiere nicht, dazu weiß, da steht Roasted Seaweed. Also am besten immer das kaufen, weil sonst geht das latschig. Also entweder braucht das nicht viel, dann kauft ihr dir 5 Tabletten, oder von der Dosis wirklich brauchst, weil es richtig viel Sushi wird zu machen, dann kaufst du am Anfang hin. Und wie ihr seht, das sind 100 Blätter. Auch mal einem, ich weiß nicht, das Sous-Vide-System, das ist auch von einer Gruppe, das zieht einfach um zu und dann hält das. Und wenn es die 50 Blätter kriegst, ist das 21,90 Euro. Wenn ihr das vergleicht, dann hörst du dann von hier 21 Cent für ein Blatt. Wenn wir hier ausrechnen, dann sind wir bei 23 Cent. Also du gewinnst nicht wirklich viel. Ich spare eben ein bisschen mehr, dafür nicht das tut, wir wollen es ein bisschen. Wie gesagt, du kannst auch ruhig der dort 4,5 kaufen, der dort ist eigentlich genau dasselbe Punkt der Preis und dann passt eigentlich gut. Dann brauchst du noch ein Rollmatt. Punkt der Rollmatt, also Punkt folgendes, dass du, du kriegst verschiedene. Und zwar die Doten, die sind am Anfang auf einer Seite, die sind am Anfang flach und die andere Seite ist rund. Die flach ist am Anfang so, also ich fand die heute nur, dass das nicht stabil ist, wenn man das schaffen. Das Problem ist, mit der Zeit drehen die verschiedenen Lamellen sich und dann hörst du, wie man auf einer Seite flacher und dann noch ein rund, ein flacher und noch ein rund. Und dann fängst du an zu pillen, die zu drehen, weil die Doten vierten, die gehen auch mit der Zeit ein bisschen lauber und dann, ja, das war das. Also, das war das. Du kannst immer noch benutzen, mit das einfach nicht mehr. Und die Doten können ruhig, ja, wenn du die holst, du musst eben aufpassen, dass die ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ja, dass das Ding sich nicht dreht, die verschiedenen Lamellen. Ich meine, ich hatte aber nur noch die vier. Wenn wir das tun, also noch Wasabi. Ich werde just ehrlich nur das vergessen. Also, hier ist die Kampfpackung von Wasabi. Wasabi-Puder. Ja, da tun ist ja natürlich. Wie viel kostet den? Da steht der Okay-Preis dabei. Normalerweise in der Provençal kostet so ein Kilo 8 Euro.
Boah, das ist uns nicht wirklich. Wir uns halt nur raus. Wieso hältst du einfach den Wasabi an die kleinen Kost? Weil ich schon gleich kurz gucken, an der Entree hatte ich noch Rundmatte gesehen. Und ich weiß noch nicht, ob das die Sau ist, wie viel drin. Aber du sagst dann von dem Preis. Bambu-Matte 3 Euro. Ja, das sind die selben. Boah, die sind stabil. Das ist okay. Ich muss ja kurz verweisen, der Ton ist auch cool. Du schwenkst immer, da muss ich ein Sushi machen. Das sind so extra Kosten, für rechteckig Sushi zu machen. So, ich weiß nicht, ich mal noch. Donuts von der Aperitif. Mega gut. Das sind Tempura-Algen. So, ich hoffe, ich schon ein Reso bis dahin am Neck. Und zwar, wenn ich lo, wo wir ein stäbischer Osch kaufen. Und das müsste nämlich. Aber du kannst auch mal Köln immer froh. Ne? So, und das ist nämlich die, wo ich immer kaufen. So. So, das ist die Kampfpackung und zwar von der stäbischen. Bin immer benutzen, einfach waschgehalten, fertig oder holen für die Kamine zu fangen. Also am besten. Also ich habe nochmal den, auch für meinen Kuchen, all gut, ein Tipptopp mehr zu reden, du kriegst auch keinen Spleitern auf dem Holz. Das Schloten sind nur die Top, die wirst du nur am chinesischen Restaurant füßen. Die sind viel mehr lang von dem Ganzen. So, mal drehen und Kamera. Ja, voilà, tipptopp. Dann gebe ich mal so ein, das wären wir alle gut in die Protein, die da lo braucht, wenn da lo an den Eisershop, also da sind ich im Moment an der Rühe, die vorne steht, also eigentlich den, wo ich am liebsten hinkommen, wenn da lo sollt hinkommen, so einfach hei, sie beim Boris an der Sushi Group, da kriegt er noch manchmal 15% noch dabei, ein kleines Kado, ein petit Kado, kriegst du noch dabei, und weil die 15% ist eigentlich das Wichtigste, und nicht vergessen, hei kannst du ruhig am Eikei frohen, also bei hinten froh, dann der Käse, von der Sache, das findest sie weiß nicht, wo das. Voilà, gebe ich mal so, und das war's schon mal für heute. Merci fürs Gucken und bis geschwind. Ciao!